schmeckt mir. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Gaming-Küche mit mir, dem Screeper. All work and no play, are you, Henry? Genau, Henry. Alright. Let's see what makes you tick. Ja. Wir sind in den Gedanken von Henry als Thomas. Wir wurden von ihm gefoltert in dem letzten Part. Guckt euch den gerne an. Findet ihr auf meinem Kanal auf YouTube, Screepers Gaming Küche. Und ja, wir wurden gefoltert. Und schlussendlich hat er uns im Endeffekt dazu gezwungen, dass wir unsere Kraft einsetzen und in seinen Gedanken eindringen. Schauen wir mal, was wir hier drin finden. Ah, okay. Fuck. Nee. Würde ich auch so behaupten, wenn ich solche Geräusche höre. Oh. Die ist ein bisschen größer, würde ich mal behaupten. Sehr merkwürdige Gedanken hatte Henry auf jeden Fall. Überall Bücher und Regale, Aktenschränke. Alles sehr durcheinander. Ah, dauert wieder Jahre. Eine Tür. Hallo Tür. Hier sieht es gleich ein bisschen anders aus. Ein Verhörraum. Okay. Oh. Was ist das? At least the part of you I'm after. Ah. Ein Tonband. Ja, brauchen wir nur noch die Maschine dafür. Ah, abgeschlossen. Was haben wir hier noch? Nix. Gut, können wir durchgucken. Sehen wir hier noch irgendwie was? Wollt ihr mich schon wieder mobben oder was? Geht schon wieder los. Part hat gerade wieder angefangen und ich bin schon wieder zu blöd. Fallakte 75323. Codename Metzger. Verdächtiger Jacob Wilk. Verdacht auf Diebstahl, Betrug, illegalen Handel. Ermittler Henry Wilk. Oberwachtmeister. Ah. Ah. Alles vernünftig angucken. Ich sag's immer wieder. Oh, jetzt schon wieder los. Hier, mein Controller geht wieder los. Why you're here. I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy. Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? Das ist meine Strafe 5.
beim Fleischklauen direkt umgebracht zu werden. Henry. Da ist die Tür auf. Wieder Akten, überall Akten. Ich würde sagen, der gute Herr arbeitet in einer Buchhaltung. Oh oh. Was zur Hölle ist das denn wieder? Schreibt mir doch mal, jetzt bei Gelegenheit, mal in die Kommentare. Oder sollte man sich wohl erschrecken? Ah, sorry. Shit. Wir laufen! Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das so mit der Webcam okay findet. Oder ob ihr eher sagt, bei Horrorspielen oder Spielen mit Story, komm, mach die Fresse aus dem Bild raus. Super hässlich, das wollen wir nicht sehen. Das stört uns. Atmosphäre raus. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann schauen wir mal, wie wir das in den zukünftigen Spielen machen. Lesen. Lebensmittelmarken, ausgegeben durch die Regierung der Volksrepublik Polen. Ja, und was ihr auch noch gerne reinschreiben könntet in die Kommentare, auf was für Spiele habt ihr Bock? Welche Spiele wollt ihr sehen? Ich habe das ja schon mal gefragt. Aber nochmal, es kann ja nicht schaden, das ein paar Mal häufiger zu fragen. Klingt richtig eklig hier, ne? Die Taste war das. Hier, drei. Hier. Geht nicht. Alles klar. Ich dachte, wir können das einfach. Oha. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Ja, moin. Da bin ich wieder. Hier zurück bei The Medium. Bei euch ist jetzt gerade eine Sekunde vergangen, für mich über eine halbe Stunde. Das Licht scheint uns zu schaden, warum auch immer. There you are. There you are. Ja, du kannst ja nicht mehr leuchten. Where are you? Bad boy! Shit! Ah, durch. Komm, ab. I know you're here. You've been. Mal warten. Ah, man soll tatsächlich warten. Dann leuchtet er weiter nach vorne. Okay. Gut. Oh, knapp. Also der echt verwirrende Gedanken, muss ich einfach mal wieder so sagen. Wieso zur Hölle waren wir erst? Was passiert jetzt? Okay. Erst in einem Bereich, wo nur Bücher waren oder Aktenordner. Jetzt sind wir in der Schlachterei. Ich würde mal sagen, das ist ein komischer Dude. Der hat verwirrende Gedanken. Einmal hier hochgehüpft. Bup. Und nochmal hoch. Jetzt kommt's wieder. There you are. Darüber. Nee, wir dürfen nochmal eine Runde balancieren. Nichts im Hintergrund zu sehen. Okay.
Was haben wir hier drinne? Ein Flugzeug! Nichts. So. Haben wir hier. Ruhige Hand, gleichmäßige Bewegung gegen die Faser. Immer dagegen. Nie mit ihr. Immer dagegen. Mit ihr. Also eine Beschreibung eines Schweins. Mit Namen der einzelnen. Das. Mein Hund, der baut hier wieder Scheiße. okay, wir sollten hier noch mehr machen. Ah, wir verstecken hier. Zack. Ah, jetzt geht's weiter. Wir haben wieder unsere Macht. Dann lasst uns wieder zurückgehen. Nein. Screeper, du gehst nicht wieder zurück. Oder Thomas, du gehst nicht wieder zurück. Schön die Schlitzgeräusche hier im Hintergrund. Geil. Where are you, boy? Wir sind nicht hier. Ah, Leuchte? Ah? Ah? Wieso leuchtest du jetzt nicht? Okay, dann schnell. Schnell, 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 schnell. Und wieder runter. Wieder am Anfang. Jetzt können wir das hier auch wegsprengen. Boom! Nice. Was für eine verwirrende Seuche wird uns wohl jetzt empfangen hier. Nichts. Tatsächlich nichts. Nichts. Wieder ein Observationsraum. Dieses Mal. That's good. See how easy it is when you do as you're told. War klar. Es war klar, dass so ein Mist passiert irgendwann nochmal. Ich möchte trotzdem durch die Tür gehen. Schade. Kann man ja mal versuchen, oder? Aber nee, schönes. Patriotismus stärker als Blut. Man wird nicht oft Zeuge von Patriotismus, wie er in den vergangenen Wochen von Oberwachtmeister Henry Wilk an den Tag gelegt wurde. Als einfacher Beamter der Bürgerpolizei zeigte Wilk sein Engagement für den Aufbau einer gerechten Zukunft der Volksrepublik, indem er sich den kriminellen Machenschaften seiner Verwandtschaft verweigerte. Seine heikle Untersuchung in Sachen des inzwischen berüchtigten Fleischskandals führte zu einer Reihe von Verhaftungen, darunter auch Jacob Wilkes, Henrys eigenem Vater. Jacob, Henrys Vater. Ja. Zu den Unregelmäßigkeiten, die von Wilk aufgedeckt wurden, gehörten Korruption sowie Diebstahl von hochwertigen Fleischprodukten und deren Ersatz durch minderwertige. Neben Jacob Wilk wurden zahlreiche weitere Täter festgenommen, darunter 4 Direktoren des staatlichen Fleischhandels und mehrere Geschäftsführer. Der Prozess soll am kommenden Donnerstag beginnen. Und wenn die Angeklagten ihrer Verbrechen für schuldig befunden werden, droht ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Galgen. Was? Klingt für mich mal ein bisschen übertrieben. Auf Nachfrage um einen Kommentar antwortete Henry Wilk einfach: Tat nur, was sich gerecht anfühlte. Wahrhaftig, die Worte eines Patrioten. Wichser, Alter. Verrät seinen eigenen Vater. Die ihren eigenen Vater verraten, nur weil das ein Mist macht? Wie verrät mein Sohn mich nicht? Ausweis von Henry. Okay. Oh, ein hübscher. Schnucklig. Ah,
Haben wir da noch was Unsichtbares hier, oder? Unsichtbare Wand? Unsichtbare Wand? Unsichtbare Wand? Hallo? Also das Spiel ist wirklich absolut ausprogrammiert. Okay, haben wir hier vorne noch was auf dem Tisch liegen? Oder? Ne, alles gut. Tässchen. Ja. Wir suchen also wieder ein Tonband. You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. Gas? Okay. Passiert nichts. Joa. Also machen wir hier nochmal unseren Superblick. Auch nichts. Wo übersehen wir schon wieder was, Freunde? Achso. Das ist doch zum... Da fände ich doch schon wieder wild. Was? Hallo? Henry. Hi. Was passiert da? Nichts. Hier ist auch nirgends sowas. Wir gehen in den anderen. Habt ihr es gesehen? Seht ihr das? Naja, ein Tonband. Vilk, is it? Henry Vilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already. So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh? The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. So wird man aber schnell in der Familie aufgenommen. Um was für einen Job handelt es sich da? Was für einen Job handelt es sich? Wir können immer noch nicht weiter. Kommen wir wieder raus? Ach, die Tür ist auf. Gut. Wir schreiten voran in den Gedanken von Henri. Henri, Puppe. Wieder überall Akten. Story scheint auf jeden Fall echt sein, ne? Also wahrscheinlich am Ende denken wir uns dann, oh mein Gott, das war ja so simpel, oberflächlich, dumm, aber jetzt im Moment, erstens finde ich die total verwirrend erzählt. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Aber... Also, man weiß ja mittlerweile einiges.
Aber irgendwie ist es nicht so klar. Was hat jetzt wieder der Henri, was hat der wieder gemacht? Und warum foltert der Thomas? Was zur Hölle war das? Oh, da dürfen wir wieder unsere Power benutzen. Spezialauftrag für Major Henry Wilk. Ein Major oder Major. Eine Zielperson wurde im Niva Volksresort bei Krakau gefunden. Örtliche Ermittler hatten über einen seltsamen Fall berichtet, in dem der Maler vertraulich verwickelt war. Okay. Die Person wurde lebendig aufgefunden, allerdings in einem vegetativen Zustand. Es wurde der Verdacht auf ein Verbrechen geäußert, aber die Untersuchungen ergaben keine Anzeichen eines Hirntraumas. Mögliche Verbindungen zum Gemini-Fall. Mehr Informationen in den vertraulichen Akten. Alles muss sauber bleiben und leise. Dafür wurden sie ausgebildet. Anmerkung: Ich empfehle dringend, dass Sie sich mit den Notizen der sowjetischen Wissenschaftler vertraut machen, in deren Besitz wir während, vertraulich, im Jahre 1950 gekommen sind. Ihnen wurde Zugriff auf den Archiveintrag gewährt. Das ist nur für Ihre Augen bestimmt, Wilk. Machen Sie das Beste daraus. Melden Sie sich zur weiteren Einweisung beim Sachbearbeiter. Okay. Ja, okay. Verstanden. Andererseits, auch wenn das immer alles so ein bisschen schwammig umschrieben wird, ja, ist es aber auch cool, wie es dann erklärt wird, ne? Diese Briefe. Sitzung 42. Das Subjekt manifestiert weiterhin starke übernatürliche Kräfte. Er behauptet, dass ein anderer, vertraulich, mit ihm spricht und Visionen zeigt. Arbeitstheorie. Vermutliche Verbindung zu, vertraulich, möglicherweise als Resultat einer Nahtoderfahrung. Weitere Tests sind notwendig, um diese Split-Theorie zu bestätigen. Ah, jetzt wird uns langsam erklärt, wieso wir unseren Geist aufsplitten können. Ich scheiß mich ein. Jedoch. Ah, der läuft nur den lang. Heißt, ne? Ah, der platzt doch jetzt hier rein. Das gefällt mir schon wieder nicht. Fuck. Ah. Sitzung 43. Mist, ich weiß nicht mehr, welche die andere war. 43, merken. Merkt euch das. Die heutige Sitzung wurde wegen eines Zwischenfalls in der Testkammer vorzeitig abgebrochen. Während der Verabreichung der verschriebenen Substanzen kam der leitende Wissenschaftler, Dr. vertraulich, in Haut-zu-Haut-Kontakt mit der Versuchsperson. Dr. vertraulich wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Obwohl er keine Anzeichen eines physischen Traumas zeigte, verfiel er in einen vegetativen Zustand, von dem er sich bis dato nicht erholt hat. Weitere Sitzungen wurden auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Okay. War das wahrscheinlich hier der... Die Schnauze doch, ey. Der Professor, Richard. Könnte das vielleicht der Professor gewesen sein? Und dieses Niva-Test... In der Fresse. Nein, lass mich durch. Niva war im Endeffekt dieses Testzentrum. Kann das sein? Und Marianne hatte auch eine Nahtoderfahrung, wodurch ebenfalls... Ja, Geist aufgesplittet wird. Sitzung 44. Erinnerung für die heute stattfindende Sitzung. Trotz der erhöhten Dosis bleibt das Objekt extrem gefährlich und muss für die Dauer des Tages sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt werden. Es gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Okay. Welches Subjekt? Ja, jetzt passiert's doch. Ach komm. Wieso gehe ich da überhaupt rüber? Ich werde doch jetzt 100%.
Okay, es ist zu klein. Wie kann das eben gerade auf meiner Höhe da reingeschlagen haben, wenn es eigentlich so klein ist? Versteht ihr das? Ah, neue Briefe? Nö. Oha. Jetzt sind wir aber... Alter, wie sieht der denn aus? Shit, not good. Not good. Ja, nach rechts. Nach rechts. Hallo, ich drück. Hope it fucking hurt. Gar nicht getroffen, oder? Außer das tut meiner Performance hier gerade richtig weh. Erneut eine Runde Balancieren. Die Kamera zeigt nach unten. Das war knapp, mein Freund. Das ist so. Auf jeden Fall der übelste Magier, ey. Also übelste Kraft haben wir hier drin. Der Geisterwelt. Das heißt, was heißt Geisterwelt? Wir sind ja in den Gedanken von oder in den Erinnerungen und Gedanken von Where are you, you four-legged fuck? Ja, nicht Thomas. Henry. Zu viele Namen. Can't get me up here, can you? Wird nicht so dumme Witze machen mit dem da unten. Oder? Das ist falsch. Oh yes. Yaddles! Stay the fuck down! In your face! Sehr gut. Bin gespannt, ob das Monster, welches wir mit der Schlund, mit Marienda elektroschockt haben, ob der noch lebt oder ob der Dämon weg ist. Also der Schlund, das Monster, wie auch immer. Mom und Daddy und me. Der Daddy hat eine Aura um sich herum. Zigaretten holen. Won't you say goodbye to him? I'm not sure if that's a good idea. I have work on my mind. I see. Then again, maybe I should. Do you think I should? Whatever you wish, dear. Simon? Where are you, boy? Schlichts. Herr Simon, wo bist du, Junge? Okay, ich kann keinen Geisterblick machen. Dad? Was denn? Ja. Hey there, champ. Are you going away again? Daddy has to go to work. Once I get back, and go fishing. You'd like that, wouldn't you? I don't like it when you go. I know. But sometimes Daddy needs to work. It's good for all of us. You understand, don't you? Yes.
ich will da nicht rein. Aha. Okay. Aha. Don't worry, kid. This'll all be over soon. Ist das so? Wieder ein ganzer Haufen Akten. Und es ist nicht das Rote Haus wahrscheinlich, aber Ruinen? Ein Tempel? Wir wissen es noch nicht. Hallo? Ups. Da sitzt er. This is it. You made it. Fresche Friese. That's right, kid. Just come to me. I'll put an end to it. I'll set you free. No, it won't let us leave. The monster, it's... Don't worry about the monster, kid. I'll deal with it. I'll put it down for good. Not if it puts you down first. What did you say? War recht. In dem Haus waren bestimmt wir. Sag's euch. Wir waren da drinnen. Daddy? Lily? Marianne? Was habe ich gesagt? Nahtoderfahrung. Euer. Das ist also wieder Richard. From under the bed. Maybe. Nah.
wanted to save us. To save her. Maybe. In a way, that's exactly what he did. Oh, God. This is fucking madness. Ich finde seine Arme cool. Hallo! Just give it. Ich nach Arsch. Then it's about time to clean it up. Once. For all. Okay. Was he the man on the pier? The man with the gun? The murderer from my dream? How could he? Why? I needed to know what happened after the fire. What happened to them? Was ist mit dir geschehen? Erzähl's uns. Ey. Aber was nach dem Brand passiert ist, mit uns und mit Lilly, das, meine Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge. Kommentiert doch bitte mal ein bisschen mehr. Ich habe noch nicht einen Kommentar, seitdem ich mit YouTube angefangen habe. Lasst gerne eine Bewertung da. Support wäre kein Mord und ein Däumchen wäre kein Träumchen, ne? Erzähl ich für einen Quatsch. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Bevor ich noch mehr Quatsch erzähle. Tschüss.